So, Freunde, großen Montag 2013. Karnevalsumzug in Reda-Wiedenbrück. Wir befinden uns mittlerweile in Wiedenbrück. Die Stimmung ist super. Und wir müssen sagen, der Wagen ist auch einfach schön geschmückt. Wir zeigen euch mal, wie wunderbar man diesen Wagen heute geschmückt hat. Guckt euch mal um. Herrliche Begleiter haben wir dabei. Unter anderem unser aufblasbares Huhn. Aber nicht nur das. Wir haben unsere Leute von der KG Helü dabei. Unterstützt von zwei ganz netten Mädels. Vom WCV Grüne Funken hier vorne. Herrlich die Stimmung heute auf diesem Wagen. Es ist einfach schön in Wiedenbrück beim Umzug. Gerade haben wir hier eine kleine Lücke im Publikum. Aber das wird auch gleich wieder besser, wenn wir um die nächste Ecke sind. Es macht einfach Spaß in Reda-Wiedenbrück. Eins will ich jetzt mal sagen hier fürs ARD-TV, für alle Hasewinkler und alle Karnevalisten auf der ganzen Welt. Kommt nach Wiedenbrück, weil wir haben hier mit Abstand, mit ganz, ganz großem Abstand den allerbesten Karneval. Ich wohne zurzeit in Köln, ich komme trotzdem nach Hause zum Karneval feiern, weil es hier einfach am allerbesten ist. Ciao, mach's gut, hello. Das kann man nicht besser in 30 Sekunden packen als das, was Anne gerade gesagt hat. Aber Anne hat auf ihrer Backe ein kleines Köln-Emblem und ich habe das Gefühl, dass Anne eine Gehirnwäsche durchgemacht hat und dass man in Köln versucht hat, sie überläufig zu machen. Aber Anne behauptet, nein, sie bleibt Wiedenbrückerin. Ist das so? Das wird immer so bleiben, ja. Dann macht das Ding von der Backe rund. Nein, aber das war so komm, mach teuer. Es ab. Das mach war es so ab. Teuer. Mach es ab. Jetzt, wir sehen jetzt, Leute, das ist ein symbolischer Akt. Ein symbolischer Akt, der soll zeigen, dass Karneval in Hasewinkel, in Wiedenbrück, auch in Hasewinkel. Oder in Wiedenwinkel. Immer noch genauso viel zu bieten hat wie der rheinische Karneval. Viel mehr. Und damit verabschieden wir uns zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Und Freddy, das ist die Stelle, an der du dein Jahresresümee ziehen kannst. Es war eine anstrengende Session, aber wir haben sie endlich geschafft. Es war schön, es war anstrengend, es war gut. Man muss dazu sagen, es war schön, dank unserer Techniker an dieser Stelle. Ein riesengroßes Dankeschön an Merch und Freddy von der Technik. Ohne euch sehen wir alt aus, ehrlich. Herzlichen Dank und alle, die jetzt vorm Bildschirm sitzen, klatschen für euch. Hörst du das? Ja, so einen Applaus habe ich noch nie bekommen. Danke, Freunde. Wir fahren jetzt, dreh dich mal um, wir fahren jetzt durch den Torbogen hier in Wiedenbrück. Das ist der Patersbogen aus Wiedenbrück hier. So, da rollt jetzt die Henne durch hier. Genau, wunderbar, es passt wieder. Ist das ein erhebendes Gefühl? Es ist unbeschreiblich. Früher haben die Pater hier immer aus dem Fenster angeguckt, da haben wir denen immer Frikadellen zugeschmissen. Heute gucken die nicht mehr, ich weiß nicht, vielleicht mochten die Frikadellen nicht. Heute ist ja überhaupt am Rosenmontag ein großer Skandal passiert. Ja, der Papst ist zurückgetreten. Ja. Jetzt haben wir leider keine Nebelmaschine an Bord, ansonsten hätten wir spontan schon 9 gewählt. Ja, das ist Kiffmeier. Nein. Also, ich weiß, der neue Papst wird. Ja, wir sind Papst. Aber den Rauch mache ich selber. Jetzt kann die Kamera. Entschuldigung, sag mal. Aus Wiedenbrück ein dreifach kräftiges Wiedenbrück. Hello! Karneval! Hello! Landeier! Hello. Hello! So, und jetzt zeig mal hier vorne vor uns eine Fußgruppe mit den schönsten Luftballons von ganz Westfalen. Ist es nicht herrlich? Es ist so schön! Wow! Und jetzt singen wir hier nochmal die Hüttensamba. Und nee, was ist das schön hier? Komm, wir fragen mal hier hinten, wie die Stimmung ist. Eine kleine Anmoderation fürs Internet, Landeier TV. Hallo! Ist es nicht schön heute? Auf jeden Fall! Sind wir nächstes Jahr wieder gemeinsam auf diesem Wagen? Sag einfach ja! Ja, super! Okay, herrlich. So, zeig mal die Straßen von Wiedenbrück hier. Nee, das ist der Andi von Hasewinkel. Aber jetzt zeig doch mal die Straßen von Wiedenbrück. Guck mal hier. Das ist der irische Pub. Das mockert bis vor der Tür. Junge. Hey. So, Dominik
Klima an der Trompete, Freunde. Ah, herrlich. So. Schalala, la 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 la. An dieser Stelle spielt Norbert Fächelkorn normalerweise das Akkordeon. Leider ist er gerade verhindert, weil er die Kamera hält. In diesem Moment bedanke ich mich bei Norbert für all die schönen Solis, die du in dieser Session gespielt hast. Norbert, es war mir ein ganz, ganz großes Vergnügen. Wie viel Freude, wie viel Spaß haben wir gemeinsam in die Seele der Nation gebracht. Es war einfach schön. Und an dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, von Norbert die Kamera zu übernehmen, um auch Norbert hier ein kleines Grußwort loswerden zu lassen. Ja, Freunde, wie gesagt, wir sind hier in Wienbrück und ich würde sagen, hier ist heute mal so richtig was los. So, Giffy zeigt noch mal einmal unseren hervorragenden Karnevalswagen. Damit zurück ins Funkhaus.